Hallo, was geht? Wir sind hier wieder bei Familie Rolls und es ist Sonntagmorgen. Mika ist ja schon dabei, Frühstück zu machen. Was macht sie überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Macht sie Machiavelli-Eier? Kann das sein? Jedenfalls habe ich mir jetzt überlegt, dass wir hier die ganze Familie zu Mika schicken, wenn sie hier Frühstück fertig gemacht hat. Der gute Julian war leider ein bisschen ungeduldig, der hat schon gefrühstückt, aber alle anderen werden dann hierher gehen. Und ja, gemeinsam mit Mika frühstücken, was ich ganz cool finde eigentlich. Maya ist ja auch schon eh auf Arbeit, das heißt, sie ist eh nicht hier. Aber die anderen kommen jetzt langsam her, haben auch alle Hunger. Leon und Amelie noch hier von der gemeinsamen Nacht hier im Iglo, was ich ganz cool fand. Das steht hier aber natürlich sogar noch weiter rum. Und wie geht's den Pferdis jetzt soweit? Ja, okay. Ihr wollt euch alle anfreunden. Das ist natürlich gut soweit. Vielleicht kannst du ein bisschen mit dem Pferdeball spielen und du ein bisschen trinken. Und dann kannst du nämlich dich auch ein bisschen wieder mit Aurora anfreunden. Wenn ihr damit fertig seid. Das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, schauen wir doch mal. Die Leute hier warten wahrscheinlich alle noch. Ja, keine Ahnung. Was ist mit dir? Du läufst auch noch. Okay, sind alle noch auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, warum Leon draußen steht, aber ich hoffe, er sollte jetzt gleich reingehen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie sieht denn dein Verhältnis zu deiner Frau aus? Das sollte sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen bessern. Gib mir doch mal einen Kuss und mal schauen, ob wir uns da wieder ein bisschen anfreunden können. Ich musste gerade niesen. Das kam sehr spontan. So. Gut, dann können wir vielleicht noch eine Geschichte erzählen und damit wir mehr Aussehen machen. So. Gut, dann kannst du ja vielleicht. Ich wollte eigentlich, dass die Kleine hier das Essen wegräumt. Und dann würde ich mal sagen, du kannst dann erstmal die gute Luena holen. Dass wir eben ein bisschen alles ein bisschen umplanen. Kitzeln. Und dann kannst du vielleicht auch in den Hochstuhl packen. Und dann kann vielleicht Jamie die Sache mit dem Servieren übernehmen. Aber ich möchte gerne erstmal, dass Amelie, nicht Amelie, doch Amelie, dass Amelie erstmal den Teller holt. So, und zwar zum Essen rufen. Amelie, Jamie, Leon, Mika und Sophia. Und hoffentlich packt er das dann alles auf den richtigen Tisch. Wo bringst du das hin? Warum? Ja gut, dann geh halt da Geschirr spülen. Wenn du das dann lieber möchtest, geh halt da Geschirr spülen. Kein Problem. So, und ihr beide freut euch hoffentlich auch ein bisschen weiter an. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Du kannst dann die Kleine in den Hochstuhl setzen. Wie sieht das mit euch aus? Da warten wir noch mal ein bisschen, weil ihr sollt euch eigentlich noch mal ein bisschen näher anfreunden. Was macht Julian eigentlich? Der sollte eigentlich mit dem Hund spielen, aber das habe ich jetzt total verplant. Deswegen machen wir das doch jetzt eben mal. Ein bisschen bürsten. Kannst du mit ihm nur Jagen spielen? Kennst du ihn so wenig? Seit wann das denn? Ich dachte, du wärst befreundet mit dem Hund. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum er da jetzt gerade nur so wenig Möglichkeiten hat der Interaktion. Aber wir können ihm ja gerne mal einen Trick beibringen, dass wir ihm das mal ein bisschen beibringen können. Okay, keine Ahnung, warum das gerade so kaputt ist, quasi. So, dir machen wir noch was Schönes zu essen. Und zwar, ja, Machiavelli-Eier, oder? Jetzt weiß ich nur nicht, welche von denen das Richtige sind. Wir nehmen erstmal die ersten, weil ich weiß nicht, welche von denen sie alle nimmt. Und dann gucken wir halt einfach direkt gleich mal nach.
Du kannst ihn gern verliebt umarmen. Du brauchst das noch nicht wegräumen. Was brauchst du noch? Spenden. Und du möchtest die Memoiren schreiben. Ja gut, dann lass uns doch mal. Ich würde schon fast sagen, warum? Was hat er eigentlich gegen Leon? Frage ich mich gerade. Was haben die gemacht? ich würde sagen, du kannst ein bisschen Videospiele spielen. Ich spiele mal ein bisschen FIFA und dann werden wir uns vielleicht mal mit den Damen beschäftigen, von denen wir uns ja trennen wollen. Weil wir das ein bisschen mit Luisa verkackt haben. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Haben wir ja so ein bisschen verkackt. Und? Ah, sie nimmt den Teller, okay. Ja, dachte ich mir irgendwie schon fast. So, du brauchst es auch nicht wegräumen. Du kannst gern das Badezimmer benutzen. Und kann hier ein U-Boot-Abenteuer bestreiten. Gut, du kümmerst dich erstmal um die Kleine. Also, keine Ahnung, was Jamie gegen Leon hat. Oder andersrum. Weiß ich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Irgendwas muss da wohl schiefgelaufen sein. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Ja, mit Kollegen kann sich auf jeden Fall gerne noch ein bisschen weiter anfreunden. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wo wohnt Farrah Celluloid? Hat die hier irgendwo ein Haus? Wohnt die hier irgendwo? Kennen wir die? Kennen wir ihren Ort? Ich habe keine Ahnung, wo die lebt, ist das Problem. Ob die überhaupt irgendwo hier lebt? Und wenn ja, wo? Weil selbst wenn sie eine Wohnung hat, muss nicht unbedingt der Haushalt ihren Nachnamen haben. Sie kann ja auch irgendwie so WG-mäßig wohnen. Oh, den Werbespot können wir aufnehmen. Okay, dann machen wir erstmal das. Wenn wir das eh gerade schon können. Dann geh da mal eben schnell hin, bevor wir das vergessen. Was kannst du noch Schönes machen? Kannst du noch ihre Wange streicheln? Und sie vielleicht ein bisschen massieren. Du sollst dir einen Teller holen, Mika. Das wäre super. Schaffst du das? Ja, schaffst du. So, dann kannst du gern die Machiavelli-Eier essen und du isst die hier. Wie läuft's bei euch beiden hier? Du musst schnell mal pinkeln gehen. So. Wo ist die Kleine? Ah ja, sie ist hier im Spielen. Wie sieht das bei dir aus im Haushalt? Mit deinem Bruder solltest du dich anfreunden und mit allen anderen. Außer deiner Mutter. Also mit der Mutter theoretisch auch noch, aber ach Gott. Wird ein bisschen schwierig, die ganzen Beziehungen hier aufrechtzuerhalten. So, bist du schon auf dem Weg? Ja, sehr gut. Dann, was ist hier? Ist hier was Gammeliges zu essen drin? Das kannst du gern mal kurz ausräumen, wenn wir es finden. Ich merke eine gewisse Übereinstimmung mit der Folgenlänge, weil immer irgendwie nach 8 Minuten 30, 40 ist dieser Hänger, den ich jetzt natürlich für euch rausgeschnitten habe, beziehungsweise einfach die Aufnahme angehalten habe während der Zeit, aber. Es ist irgendwie immer nach 8 Minuten. Bei jeder Folge, also immer wenn ich quasi das Spiel neu starte, bei Familie Reuss ist das der Fall. Das ist ziemlich eigenartig, aber es ist interessant, das zu bemerken, die Regelmäßigkeit davon. So, hast du irgendwelche Aufgaben überhaupt? Nein, hast du nicht. Ja, die Sache mit den Beziehungen. Vielleicht kannst du dich ja mal ein bisschen mit Amelie anfreunden. Das wäre doch mal eine Sache. Ich fände das auf jeden Fall schon ganz gut, wenn wir uns hier vielleicht doch noch ein bisschen in der Zeit mehr anfreunden würden. Mehr anfreunden könnten. Nee, nicht kauen. Ich habe auch gar nicht dahin geklickt, ich habe dahin geklickt. Hausaufgaben habt ihr alle schon gemacht, ne? Ist alles fertig, ja. Dann können wir gucken, ob wir hier noch irgendwelche Beziehungen ausbauen können oder so. Ich meine, selbst die Beziehung zwischen Leon und Sophia ist ein bisschen lasch.
aktuell, weil die wahrscheinlich auch nicht so viel gemeinsam machen. Aber das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass ich mich da ein bisschen mehr mit befassen sollte, wahrscheinlich. Oh, ich möchte halt einfach mal, dass das Spiel ein bisschen läuft und ich das hier mal machen kann. Danke. So, dann kannst du das hier leeren. Und dann können wir uns nämlich nochmal um die Kleine kümmern. Dann können wir nochmal in die Luft werfen. Und mit der Kralle angreifen. Und du kannst dann gerne ein bisschen die Reste wegstellen, aufräumen. Und hier meine Küche ein bisschen sauber machen. Nachdem die gute Mieke hier ja für uns alle Essen gemacht hat, ist das ja wohl so ein bisschen das Mindeste, was man tun kann. Oh, wenn sie sich das alles wünscht, dann sollten wir mal ein Date wieder haben mit Leon. Vielleicht machen wir das ja heute Abend noch, wenn wir das hinkriegen. Du kannst dafür einmal ins Badezimmer gehen. Kannst dich damit befassen. Und dann kannst du vielleicht hier. Haben wir kein Gourmetfutter? Hatten wir nie welches oder muss ich nur wieder welches machen? Einhorndung. Oh mein Gott, ich habe Einhorndung. Ist ja der Wahnsinn. Weil sonst mache ich mal wieder ein bisschen Gourmet-Tierfutter. Und zwar machen wir ein bisschen Rindertierfutter. Was auch immer, ist ja eigentlich egal. Gut. Ja, dann probieren wir mal Toffee nochmal ein. Was haben wir hier? Ah ja, fürs ordentlich sein können wir dich loben. Und wir können dir Männchen machen, gern versuchen beizubringen. So, dann warten wir doch mal auf die kleine Amelie mit Maya. Und dann können die beiden vielleicht ein bisschen spielen oder so. Das wäre doch, wie gesagt, ganz süß. Dann fragen wir sie doch mal nach ihrem Tag und verraten ihr ein Geheimnis. Und dann gehen wir vielleicht beide mal irgendwie raus, kurz und machen irgendwas draußen. Hey, du kannst doch mit ihr reden. Du musst dich nur anstrengen. Komm, schaffst du, Amelie. Komm, geh hin. Und dann zeige ich dir, dass du mit ihr reden kannst. Es ist gar nicht so schwer. Du musst dich nur vor sie stellen und anfangen zu reden. Und sie reagiert schon drauf. Sie wird drauf reagieren, Amelie. Du musst es nur versuchen. Oh. Ist jetzt Maya verbuggt oder was ist das Problem? Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach in den Park gemeinsam mit Amelie. Okay, dafür hätte ich jetzt nicht rauszoomen müssen, aber egal. Jetzt will jeder in diesem Haushalt einmal Toffee-Männchen machen beibringen, aber na gut. So, du machst hier ein bisschen sauber. Das ist lieb von dir. Du gehst duschen und. Oh Gott, Leon hat so gar keine Freunde. Also zumindest nicht in seinem Haushalt. Da sollten wir echt mal was machen. Uns mit den Leuten hier besser anfreunden. Das Problem ist halt, dass seine Karriere auch so zeitfressend ist. Das ist halt ein bisschen schwierig mit Leon, das alles unter einen Hut zu bekommen. Wir können auch, ja, wir können gerade noch nicht mal irgendwelche Stories schreiben. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir erstmal ein bisschen das vernachlässigen und uns etwas anderem widmen. Charisma. Charisma kannst du noch weiter ausbauen, ne? Wir können ja, solange Sophia da noch beschäftigt ist, können wir ja uns da dem noch kurz widmen. Oder wir quatschen noch ein bisschen mit Leon. Das geht natürlich auch. Mit Leon, mit Julian. Fragen wir immer nach seinem Tag und quatschen dann ein bisschen mit ihm. Vielleicht ist das ganz okay. Ich möchte wirklich, dass Leon sich hier ein bisschen besser mit seiner Familie versteht. Es ist halt ein bisschen blöd, dass das jetzt so aussieht, aber kriegen wir schon wieder hin. So, ihr beiden. Dann gucken wir doch mal, was wir hier gemeinsam machen können. Ihr könnt hier schon mal zusammen einen Schneemann bauen. Das wäre doch schon mal eine coole Idee. Und dann kannst du sie nochmal nach ihrem Tag fragen, über erneuerbare Energien reden und natürlich auch über den Schnee und Grimasse schneiden. Du warst zu Beginn ein bisschen skeptisch, aber dann hat sich herausgestellt, dass das Produkt echt toll ist und über die Bezahlung kann man auch nicht meckern. Und ich finde es auch ganz cool. Ah, du kannst ja dann auch noch. Ah ja, du kannst dir das Salutieren zeigen. Das ist bestimmt auch ganz cool. So, du kannst dann damit aufhören. Und genau, du hast die Kleine.
Das heißt, du kannst sie einmal wickeln gehen. Gut. Ja, ich würde sagen, du kannst vielleicht ein paar Sammelobjekte schnüffeln gehen. Genau, du machst gleich Essen. Jamie, stimmt, Jamie ist ja eben fertig, deswegen wollte ich mal schauen. Ich würde gern auch hier mal die ganze Sache mit Vroni Jost beenden. Einladen nach. Oder können wir auch irgendwie Textnachricht? Nee. Wir laden sie irgendwohin ein. Vielleicht hier in Red Flame Bar und Grill oder so. Das wäre halt hier irgendwo in der Nähe, wo wir nicht weit hingehen müssen, wo wir sie dann hin einladen können. Oh, jetzt klingelt sein Telefon. Freunde dich mit Victoria Labelian, okay. So, die laden wir jetzt nochmal dahin ein, weil es eben gerade nicht wollte, weil sein Telefon schon geklingelt hat. Ich weiß auch gar nicht, warum er so eine hässliche Outdoor-Kleidung hat, der gute Jamie gerade, aber ich ignoriere es einfach mal. Was ist das hier? Was war das auf dem Boden? Gut, wie geht's dem Pferdis? Das sollte ich ja auch immer mal wieder gucken, eigentlich. So, wie sieht's aus? Du kannst gern mit dem Pferd dabei spielen. Du kannst gern was trinken. Und du kannst gern ein bisschen rumgaloppieren. Das sollte soweit passen. Und dir geht's gut. Okay. Ach, weißt du was? Wenn die beiden eh schon gerade auf dem Spielplatz hier sind, kannst du eigentlich mit hingehen und kannst hier. Wer ist das? Richard Franzen, okay. Und kannst hier ein bisschen mit Luena spielen und Luena auf das Gerät setzen und so. Das ist bestimmt total süß. Deswegen machen wir das hier. Na. Oh, hier ist ja ein Junge, Stanley. Kennst du Stanley schon? Beziehungsweise kennst du ihn gut? Ja, so ein bisschen. Also ihr kennt euch auf jeden Fall. Aber so richtig gut kennen sie sich gar nicht. Und Susanna und Tyler ist hier. Susanna und Tyler sind hier. Ach, wie cool. Aber jetzt quatschen die beiden halt gerade. Oh, ansonsten würde ich hier am liebsten gerade zu Tyler gehen. Das ist immerhin sein bester Freund. Dass die da ein bisschen quatschen können. Und Susanna. Nee. Ist Susanna auch eine Freundin von ihm? Nee, oder? Oder kennt er Susanna? Nee, ne? Er kennt Elizabeth, aber Susanna kennt er gar nicht so sehr. Aber das wäre irgendwie schon ziemlich cool, da jetzt auch noch hinzugehen. Vielleicht machen wir das auch einfach direkt im Anschluss nochmal. So, das hast du jetzt fertig gemacht, ne? Dann kannst du das gerne mit Gourmetfutter füllen. Kannst hier auf Toilette gehen. Und dann können wir vielleicht doch nochmal hier zum Spielplatz gehen, wenn Tyler immer noch hier ist. Weil dann wollen wir eh nochmal das Date haben. Apropos Date. Ich meine, die wollen ja hier kein Date haben, sondern ich möchte ihr eher einfach nur sagen, dass das mit den beiden keine Zukunft haben soll. Gemein. Genau. Bitten einfach nur, befreundet zu sein. Aber wenn ich das blöd finde, dass das so eine Gemeinaktion ist, weil ich meine, wenn es einfach nicht passt, dann passt nicht. Das ist ja nicht gemein, das ist einfach nur ehrlich. Aber hey, das Spiel ist das Spiel. Und? Das stört sie gar nicht so sehr. Okay, cool. Ja, dann, dann lass die beiden noch mal ein bisschen quatschen. Dann können wir noch mal einen Tag verschönern. Können ein bisschen von der Natur schwärmen. Und eine lustige Geschichte erzählen. Und einfach uns ein bisschen mit ihr weiter noch ein bisschen anfreunden, auch wenn halt irgendwie da nichts läuft. Ich meine, da lief schon ewig nichts mehr. Die wird sich wahrscheinlich auch denken, so. Boah, keine Ahnung. Warte mal, was? Du musst echt mal einen Kurs besuchen, wie man sich amüsiert. Das Diplom würdest du nach frühestens 4 Jahren erhalten. Ja. Ach, sie haut schon wieder ab? Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden noch reden können. Naja, auch nicht so wichtig. Ich wollte ja eigentlich mich nur mit ihr treffen, um das abzuklären, dass sie da jetzt direkt so mies drauf ist, ist dann ja natürlich auch ihr Problem. So, wollen wir Farrah auch direkt. Vor allem Farrah ist verheiratet. Farrah und Tonya. Dass wir die. Die müssen doch hier irgendwo wohnen, oder?
Farah. Willegas? Nee, hier. Die werden doch hier irgendwo wohnen müssen, oder? Bin ich mir eigentlich. Tony. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie hier nicht einfach nur so sind. Vor allem, wenn sie halt verheiratet sind. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt gedacht. Aber scheinbar doch nicht. Dann laden wir sie doch nochmal. Nicht um eine Verabredung bitten. Dann laden wir sie. Nein. Oh Gott, ich verklick mich immer. Dann laden wir sie auch nochmal dahin ein. In der Hoffnung, dass sie vielleicht auch noch dahin kommt. Können ihr auch noch erzählen, so, ja, du, der eine Abend war vielleicht ganz lustig, aber irgendwie auch nicht. So, wir wollen einmal um eine Verabredung bitten. Ich hoffe, dass das jetzt schnell genug geht, dass die beiden eine Verabredung haben und das nicht anders läuft. Mal gucken, wie das ist. Also, du kannst dann auch hier nochmal sie aufs Gerät setzen. Wie sieht es mit euch beiden aus? Ah, okay. Du ziehst dich aber bitte wieder um, kleine Amelie. Das ist uns ein bisschen zu kalt. Und dann können wir noch ein bisschen Stein, Schere, Papier spielen. Sie nach ihrem Tag fragen. Und ein bisschen tratschen. Und dann können wir vielleicht. Oh, das wäre voll cool, wenn wir es schaffen würden, hier eine Schneeballschlacht zu machen. Müssen wir gleich mal gucken. Hey Tyler! Lasst uns doch mal Tyler nach seinem Tag fragen. Cool, lasst uns chillen, sagt Sophia. Alles klar. Na dann. Lass uns doch mal einen Teich suchen, auf dem wir Schlittschuh laufen können. Genau das wünschen sich die beiden, scheinbar. Haben wir denn da. Oh, haben wir keinen Teich in der Nähe? Das hatte ich, glaube ich, schon mal hier bemerkt, dass die Teiche alle so weit weg sind. Aber dann fahren wir doch mal zu dem hier. In der Hoffnung, dass wir da drauf auch Schlittschuh laufen können. Oh, guck mal, wie wenig die beiden sich kennen. So, Jamie. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen warten, bis die gute Dame dabei ist. Oder bis die gute Dame da ist. Ist sie das? Ah, das ist. Ist das Farah? Ja. Wir können ihr in der Zeit noch mal eine bewundernde Textnachricht schicken, um ihr zu sagen, dass wir sie total lieb haben. Und sie können wir dann auch nur bitten, befreundet zu sein, dass die Sache gar nicht so ernst war, wie sie vielleicht denken könnte oder keine Ahnung. Dass wir auf jeden Fall einfach nur befreundet sein wollen und das Ganze ein bisschen klarstellen wollen, dass sie nicht rumerzählt, dass die beiden was miteinander hätten oder so. Susanna und Stanley. Aber wir könnten so viel machen, wenn wir halt mehr Zeit hätten und wenn die Beziehungen irgendwie nicht so niedrig wären und ich eigentlich am liebsten mich darum kümmern wollte. Naja. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Schneeballschlacht veranstalten können mit Amelie, Maya und Stanley. Nee, mit Tyler, genau. Mit Amelie, Maya und Tyler. Stimmt. So zu viert wollten wir das machen. Ah, hier ist nicht genug Fläche. Schade. Aber das wäre cool gewesen. Ich könnte natürlich auch einfach. Ja, komm, machen wir einfach. Mega. Dann platzieren wir nämlich einfach dieses Objekt. Na, das war falsch. So funktioniert das nicht. Ich muss nämlich da auf dem Grundstück bauen. Dann würde ich nämlich einfach vielleicht statt der Schaukel dieses Objekt platzieren, mit dem man eine Schneeballschlacht machen kann. Das war hier, oder? Ich bin gerade ein bisschen zu blind, um es zu finden. Ich glaube, hier. Hier, genau. Oh, das ist ganz schön groß. Ja, wenn ich die wegmache. Und dann natürlich noch Move Objects. Objects on verwende. Dann kriegen wir das bestimmt hier hin. So. Und dann können wir das bestimmt spielen. Probieren wir einfach direkt mal aus.
Wasserbomben. Nicht Wasserbomben, ich dachte Schneeballschlacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser bei den Temperaturen. So, probieren wir da mal aus. Macht ihr alle mit? Sehr gut. Und dann würde ich sagen, könnt ihr eigentlich auch wieder nach Hause gehen. Wir haben hier genug im Schnee gespielt. Du kannst Luena dort absetzen. Oh nein, es ist jetzt hier wieder dieses. Von wegen. Oh mein Gott. Sie ist ziemlich sauer. Ich meine, sie kannten sich auch schon ein bisschen besser, aber. Ja. Wir entschuldigen uns einfach direkt mal. Es tut uns echt leid. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber. Ich meine. Ist halt, also wir sind hier halt auch nur wir sind hier halt auch nur ehrlich. Und ist das nicht wichtig, Farah? Das ist doch das Entscheidende, Farah, dass man ehrlich ist und das sagt, wenn es halt einfach nicht funktioniert. Und eigentlich liebt er ja auch jemand anders und das war doch nur mal sowas ganz, ganz Unernstes. Ich meine, er hat sie geküsst. Und bei vielen Leuten würde das noch nicht mal als Betrug gelten. Ich meine, schön ist es nicht, aber weiß nicht. Ich glaube, das sehen Leute ein bisschen unterschiedlich, ob das jetzt wirklich Betrug ist oder nicht. Kommt wahrscheinlich darauf an, was man da so für Vorstellungen hat. Können sie ja nochmal trösten und natürlich freundschaftlich umarmen. Aber dann hätten wir das schon mal geklärt. So, ihr beiden. Was? Wow, ich habe es noch nicht mal vom Grundstück geschafft. Gut, dann teleportiere ich sie jetzt dahin. Ich habe lang genug gewartet. So, teleportiert euch mal dahin. Das wäre ganz nett, wenn ihr irgendwie gerade so blöd seid, euch irgendwie selbst dahin zu bewegen. Warum hast du eigentlich auch nichts für draußen an, Mädchen? Dir ist doch sonst kalt hier. Dann können wir nämlich hier ein bisschen in die Sterne schauen, so wie sich das die gute Sophia wünscht. Film gucken werden wir nicht mehr. Ist ein bisschen spät für Filme. So. Und genau. Die Kleine sitzt da. Die können sich dann irgendwie hier beschäftigen oder so. Oh, oder du liest ihr was vor. Das geht natürlich auch. Wir haben doch bestimmt noch das ein oder andere Buch, was wir ihr vorlesen könnten. Haben wir hier irgendwie. Haben wir überhaupt ein Bücherregal? Ja, doch, da. Mit Luena lesen und zwar mal mit 101 Fingerfarben. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wie sieht's bei euch so aus? Oh, das Budget ist jetzt 17.000, aber das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Dass die Spenden besser aussehen. Nee, nicht wirklich. So. Dann werft doch mal hier ein paar Schneebälle, Leute. Oh, da ist sogar der kleine Toffi. Kommt, werft. Werft doch mal einen Ball, anstatt euch nur hier zu. Ach Gott, wie süß der da hinten rumrennt. Oh, und jetzt fällt auch wieder Schnee. Oh, das ist schön. Ah, aha. Und die beiden Jungs wurden getroffen. Sehr schön. Oh. Gott, der kleine süße Toffi hier hinten. Der ist so knuddelig. Na. Okay. Dann kannst du. Gott, der Stuhl. Die ganze Zeit. Ich bewege mich einen Millimeter aus Versehen und dann quietscht der Stuhl. Das ist schon ein bisschen nervig immer. Naja, ich hoffe, ihr übersteht das zu hören. Das bin nicht ich, die Furz, das ist der Stuhl. Und. Der furzt auch nicht, sondern der quietscht nur. Okay. Ihr beide macht da jetzt hier euer in die Sterne gucken Ding und so. Oh. Voll süß. Ich weiß noch nicht, was sie da anhat, aber an sich ist es voll süß. Warum habt ihr teilweise so richtig schreckliche Otto-Outfits an, plötzlich? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, ihr beiden könnt ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schnittschuh laufen, weil das wollt ihr auf jeden Fall beide. Und dann freuen sie sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr an. Miteinander, wer weiß.
Ah, das sieht so albern aus. Also was Sophia da anhat. Wo laufen die jetzt hin? Ah ja, hier seid ihr jetzt, okay. Ich wüsste gern, wo sie jetzt lang fahren und ob es hier irgendwas gibt. Drehen mit Leon. Genau, das würde ich nämlich gern machen. So, eure Schneeballschlacht ist vorbei, ne? Ja, die sollte, glaube ich, jetzt vorbei sein. Gut, dann kannst du schon mal nach Hause gehen, kannst hier einmal duschen, vielleicht noch was zu Abend essen, bisschen Top Surprise und schlafen. Du meine kleine. Oh! Schadenfreude. Jemandem den eigenen Sieg unter die Nase reiben ist Teil des freundschaftlichen Wettstreits. Gewinn ist zwar nicht alles, aber es fühlt sich gut an. Na, du kannst einfach mal schlafen gehen. Du kannst noch was zu Abend essen und zwar ein bisschen Käsesteak und dann kannst du auch schlafen gehen. Und dann sollte es das soweit gewesen sein. Farrah und Jamie verstehen sich ja eigentlich noch ganz gut. Ich denke mal, das passt dann soweit auch. Können wir sie irgendwie. Ja, genau, wir können ihr auf Wiedersehen sagen. Kann vielleicht hier nochmal irgendwie auf Toilette gehen? Gibt es hier eine Toilette? Ach, unten gibt es das alles, oder? Warte mal, gibt es hier gar keine Toilette? Ach doch, das gibt's. Okay. Dann nutzen wir einfach einmal dieses Badezimmer hier. Eine Bestellung hier möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Wir könnten aber hier vielleicht einmal im Imbiss noch kurz was essen, bevor wir dann nach Hause gehen. Dann haben wir auf jeden Fall mit Jamie wieder die ganze Sache mit seinen Liebschaften geklärt. Mit seinen nicht so ganz Liebschaften. Das war ja alles irgendwie nichts Wirkliches, aber scheinbar hat es Luisa zu sehr gestört, dass, weiß ich nicht, in der Stadt vielleicht rumerzählt wurde, dass Jamie auch was Affären mit anderen Frauen hat, weil die halt irgendwie beim Knutschen gesehen wurden oder so. Und das war halt nicht viel wahr. Ich meine, er ist ein bekannter Politiker, da kann das schon sein, dass da Gerüchte entstehen, die nicht so ganz wahr sind. Auf jeden Fall würde ich jetzt aber mal die Folge beenden. Wir haben Jamies Liebschaften beendet und Sophia und Leon haben noch ihr Date. Mal gucken, was wir da noch machen können. Es ist ja eigentlich noch relativ jung, die Nacht. Das Problem ist nur, dass Leon morgen arbeiten muss. Aber ansonsten gucken wir mal, was wir da noch machen können. Sophia muss auf jeden Fall erstmal nur aufs Klo. Und dann schauen wir nächste Woche. Morgen gibt es sehr wahrscheinlich einen Sims 4 Livestream. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Da wird es morgen auch noch mal ein Video zu geben, wenn der startet und wann der startet. Und ansonsten, ja, bis nächsten Mittwoch. Da sollte es wieder von mir rausgeben. Ja, ciao.